Hallihallo und herzlich willkommen am Dienstag, dem 20. Oktober im Jahre des Herrn 2020. Hier ist euer alter Mann. Mein bürgerlicher Name ist Werner Michael Heuß. Und heute habe ich ein sowas von spannendes Thema. Naja, wobei Spannung immer im Auge und Ohr des Betrachters oder Hörers liegt. Denn heute ist der Welt-Osteoporose-Tag 2020. Und dieser Tag wurde 1996 von der National Osteoporosis Society, abgekürzt NOS, in England ins Leben gerufen. Das ist mir persönlich insofern wichtig, als dass man sieht, dass nicht nur in Deutschland zu Gesundheitsthemen explizit geforscht wird, sondern überall. Und damit kann ich auch ein ganz klein wenig die EU nachvollziehen. Aber das ist nicht Thema des heutigen Tages. Und auch die Idee dazu stammte von einer Dame namens Linda Edwards, die sich nicht nur in England, sondern weltweit um das Thema Osteoporose verdient gemacht hat. Die letztendliche Anerkennung als Aktionstag erfolgte 1996 durch die Weltgesundheitsorganisation, abgekürzt WHO. Osteoporose ist die am weitesten verbreitete Knochenerkrankung im Alter. Laut dem Kuratorium Knochengesundheit sind in Deutschland insgesamt 7,8 Millionen der über 50-Jährigen von dieser Knochenerkrankung betroffen. Das spaltet sich auf in 6,5 Millionen Frauen und 1,3 Millionen Männer. Nahezu jede vierte Frau über 50 in Deutschland ist an Osteoporose erkrankt. Ab dem 70. Lebensjahr betrifft es 45% der Frauen. Bei den Männern über 70 sind es 14. Und ebenso, das ist wiederum erstaunlich, hat eine internationale Studie aufgezeigt, dass nur ebenso 14% der Bevölkerung über 50 Jahre das persönliche Risiko kennt, an Osteoporose erkranken zu können. Im Allgemeinen erreichen Männer erst circa 10 Jahre später als die Damen eine manifeste Osteoporose, also eine, die diagnostiziert ist. Jede dritte Frau erleidet eine osteoporotisch bedingte Fraktur, also einen Bruch. Und circa 50% dieser Brüche könnten durch eine sogenannte leitliniengerechte Prophylaxe, also Vorbeugung, verhindert werden. In Deutschland gibt es Statistiken zufolge 500.000 osteoporotische Knochenbrüche pro Jahr. 500.000, eine halbe Million. Die wiederum sind aufgeteilt in etwa 200.000 Wirbelkörperbrüche. Weitere 100.000 sind Brüche des Oberschenkelhalses. Das ist der Horror für jede Pflegekraft. Und ebenso circa 100.000 sind Handgelenksbrüche. Wenn man sich jetzt mit den Knochen beschäftigt, fängt alles an. Irgendwo an mit der Osteopenie, das heißt die Minderung der Knochendichte. Und diese kann, aber muss nicht zwingend zu Osteoporose führen und gilt daher als Vorstufe. Die Osteoporose ist eine Alterserkrankung, definitiv. Eine Alterserkrankung, die eine löchrige Knochenstruktur aufweist. Das heißt, eine Störung
der Mikroarchitektur des Knochens selbst ist. Die niedrige Knochenmasse hat zur Folge, dass es ein erhöhtes Fraktur-, also Bruchrisiko gibt und die Heilung eines solchen Bruches sich sehr langwierig gestaltet. Bei Osteopenie und auch bei Osteoporose verliert der Knochen an Masse und wird deshalb zerbrechlich. Und Tatsache ist, dass der Mensch mit zunehmendem Alter an Knochenstärke verliert. An dieser Erkrankung leiden vor allem Frauen durch die hormonelle Umstellung nach der Menopause. Aber auch die Herren der Schöpfung können betroffen sein. Die Krux an der Geschichte ist, dass Osteoporose sehr, sehr lange unbemerkt bleiben kann, bis dann eventuell die ersten Knochenbrüche auftreten und auf die Erkrankung hinweisen. Wird Osteoporose nicht rechtzeitig und wirksam behandelt, drohen folgenschwere Knochenbrüche, chronische Schmerzen sowie Behinderung bis hin zu Pflegebedürftigkeit. Eine Behandlung mit verschiedenen Medikamenten in Kombination mit Bewegungstherapie kann gegen das Fortschreiten der Krankheit helfen. Das Motto 2018 lautete: starke Knochen, knochenstark. Persönlich empfinde ich selbst dieses Motto als völlig zeitlos. In diesem Jahr scheint es so, als ob ein eventuelles Motto, das Motto wechselt normalerweise jedes Jahr, in diesem Jahr Covid-19 zum Opfer gefallen ist, denn ich habe keins im Netz finden können. Der heutige Tag möchte die Öffentlichkeit dazu aufrufen, rechtzeitig Maßnahmen für den Erhalt starker Knochen und Muskeln zu ergreifen und mahnt die Gesundheitsbehörde und die Ärzte zum Schutz der Knochengesundheit ihrer Patienten. Da steckt also schon ein bisschen was dahinter. Der für Osteoporose typische Knochenschwund kann unbemerkt, und das ist die zweite Krux, auch noch schmerzlos vonstatten gehen, aber diese in Anführungszeichen stille und ebenso chronische Krankheit verursacht Brüche, die zu Schmerzen, Einschränkungen der Bewegungsfähigkeit und schließlich zum Verlust der Unabhängigkeit oder im allerschlimmsten Falle, ich will da nichts schwarz malen, auch zu vorzeitigem Tod führen können. Daher werden die Menschen mit Osteoporose dazu aufrufen, sich gegen Brüche zu schützen, indem sie einen für Knochen gesunden Lebensstil führen und entsprechende medizinische Behandlungen in Anspruch nehmen sollen. Während meiner Ausbildung zum examinierten Altenpfleger habe ich mich sehr intensiv mit dem Krankheitsbild Osteoporose beschäftigt, was für mich damals, das war, ich kannte nicht mal das Wort, wenn ich ganz ehrlich bin. Wer beschäftigt sich dann mit diesen ganzen Krankheiten? Ich hatte eine sehr gute Lehrerin für medizinische Grundlagen, eine ausgebildete Ärztin, und habe sehr oft mit der diskutiert. Die Hauptursache liegt natürlich im Kalziummangel. Damit sind wir dann wieder bei gesunder Ernährung und zwangsläufig bei frischem Obst und Gemüse, denn beide enthalten Kalzium in großen Mengen. Interessant, bei meiner ganzen Recherche fand ich amerikanische Studien, die belegen, dass sich, wenn der Blut-pH-Wert auch nur leicht in Richtung sauer bewegt. pH-Wert gibt es ja, kennen wir vom Wasser. Ja, es gibt weiches Wasser, gibt härteres Wasser, sauer und so weiter. Das ist dieser Säure- und Basenhaushalt. Wenn sich das Wasser in Richtung sauer bewegt, wird vermehrt Knochenmasse abgebaut. Und wer weiß schon zu Hause über seinen Wasserbescheid? Natürlich hat die Industrie da gleich
darauf reagiert der Lebensmittelhandel. Eine der logischen, sage ich mal, Begründungen für Heilwasser. Denn Heilwasser können das beeinflussen. Unterm Strich bedeutet das, dass der Säure-Basenhaushalt die Stabilität unserer Knochen beeinflusst. Um Säuren zu neutralisieren, löst der Körper Calcium aus den Knochen, was da eingelagert ist. Das hat zur Folge, dass das Risiko für brüchige Knochen steigt, wobei wir dann wieder bei der Osteoporose sind. Laut der Studie der Universität in Baltimore gilt, je basischer das Blut, desto stabiler die Knochen. Im Hinblick auf Halloween finde ich das jetzt wieder ganz interessant. Da haben wir ja den Spruch, gib mir Süßes, sonst gibt Saures. Alle kennen eigentlich den Spruch, sauer macht lustig. Das haut aber in diesem Fall absolut gar nicht hin, denn hier macht sauer eher brüchig und das ist gar nicht gut. Das Ziel des heutigen Tages ist, über Früherkennungsmaßnahmen und wirksame Behandlungsmöglichkeiten zu informieren. Ansprechpartner und Initiatoren des Tages sind das Kuratorium Knochengesundheit, das Deutsche Grüne Kreuz und der Bundeshilfeverband für Osteoporose. Ich habe natürlich auch parallel zu diesem Video einen Artikel dazu erstellt. Dort findet ihr auch die Begriffe und die könnt ihr dann ganz einfach googeln und Ansprechpartner ganz in eurer Nähe finden, wenn es Fragen im Detail gibt, die ja einen ärztlichen Beratungstermin sprengen. Und über Ärzte brauchen wir uns momentan nicht zu unterhalten. Die haben ganz, ganz viele andere Sorgen und die Covid-Auflagen und. Ihr wisst, was ich meine. Insgesamt wünsche ich uns allen von Herzen gerne, dass dieser Kelch an uns ganz getrost vorübermarschieren möge. Den bereits Betroffenen, und ich kenne Fälle auch aus den sozialen Netzwerken, wo der Hals und so weiter betroffen ist. Leute, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Oder genauso, ich erinnere mich jetzt gerade wieder in dieser Sekunde, ja, erinnere ich mich an eines der Zeichen für Osteoporose ist ja ein stark nach vorne gebeugter Gang, bedingt dadurch, dass die Wirbelsäule sich verbogen hat. Ja, das sieht ja so aus, als ob die Leute so. Ja, und da hatte ich eine Dame, bin ich neu in einer Altenpflegeeinrichtung gewesen und es ist immer wieder irgendwo spannend, neben den Kollegen, natürlich die Bewohner oder Patienten zu beobachten und, naja, im Grunde genommen zu studieren. Ich hatte ja gestern darüber gesprochen, über das Evaluieren von Pflegeplanung und da ist natürlich Beobachtung oberstes Gebot. Ja, die Dame, die war, hatte, und da sieht man, wie toll es ist, dass es Rollatoren gibt. Anders könnten die Menschen sich überhaupt nicht mehr bewegen. Ja, weil der Rollator sorgt für Abstand, jetzt auch in Corona. Aber worauf ich zurück will, die Dame war schon so weit nach vorne gebeugt und wenn die dann auch mit ihrem Rollator durch den Flur, und ich sprach vorhin von der Krux, Oberschenkel-Halsbruch. In einem Fall von einem Oberschenkel-Halsbruch in einer Altenpflegeeinrichtung, da ist der Teufel los. Wenn auch irgendwo nur nachweislich ist, dass das Pflegepersonal ja, seiner 24-Stunden-Aufsichtspflichtsvorgabe nicht nachgekommen ist, was ja überhaupt nicht möglich ist. Ja, aber man muss natürlich aufpassen, dass man gerade für solche Leute, dass da zum Beispiel keine Teppiche im Weg liegen, wo sie drauf ausrutschen könnten, oder es keine Stolperfallen in Anführungszeichen gibt, also nichts auf dem Boden rumliegen und. Aber wenn es zu einem Oberschenkel-Halsbruch kommt, erstens mal ist der Patient lange, 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 lange Zeit im Krankenhaus. Damit kriegt das Heim dann auch kein Geld, weil das Geld fließt dann an das Krankenhaus und so weiter.
Ja, aber da wird ein Riesenaufstand gemacht und naja, ich sage mal toi toi toi. Aber noch mal ganz, Entschuldigung, mein Fliegerherz schlägt ganz einfach. Also diese Dame war so weit nach vorne gebeugt und als ich die das erste Mal sah und dann schnappte die sich ihren Rollator und ging durch den Flur und ich dachte, mein Gott, Hilfe, Herrgott, wann kippt die? Und ich habe die dann wirklich 2, 3 Minuten beobachtet und habe aber Gott sei Dank dann für mich selber feststellen können, und ich habe das natürlich auch mit den Kollegen besprochen, dass das ganz normal ist. Aber ich hatte immer so das Gefühl, lieber Gott, mir stockte das Herz regelrecht. Ich habe gedacht, wann kippt die jetzt um? Unvorstellbar. Aber da sieht man, wie gut jetzt zum Beispiel so ein Rollator ist. Und der ist dann auch nachher irgendwann das Mittel der ersten Wahl, um Hilfe in der Bewegung zu geben. Aber das auch nur am Rande. Allen Betroffenen wünsche ich ausreichend, zumindest Linderung. Linderung und Besserung. Und uns allen, dafür sind meine Daumen gedrückt, bleibt von Corona verschont. Also uns allen wünsche ich eine von Corona verschonte Zukunft für alle Zeiten, nicht nur für jetzt und heute, sondern für alle Zeiten. Toi, toi, toi. Und ich mache es heute schnell. Ich habe zu viel erzählt jetzt. Ich sag, bis dann. Ich hab euch lieb. Bleibt gesund. Euer alter Mann. Ciao, ciao, ihr Lieben. Ciao, ciao. Toi, toi, toi. Ciao.